Wir sind Wolfgang und Anneliese Fundfichler. Wir sagen Hallo zum Deutschen Fernsehpreis. Heute mal in bunt und nicht mehr in schwarz-weiß. Wir wollen mal schauen, wer all die Filme kennt und wer ohne Preis nach Hause rennt. Wir sagen Hallo zu unserem Publikum. Willkommen zum Stimmungssymposium. Wir feiern mit dem ganzen Saal und gehen morgen einfach nicht zur Wahl. Ja, ja, der Fernsehpreis, auf den sind alle heiß. Den nimmt man gerne mit, der macht das Ego fit. Ja, ja, so ein Preis ist schön zum mit nach Hause nehmen. Den stellt man in den Essbereich, das sieht ihm jeder gleich. Es gab ja jede Menge Stoff, die Ferris mit Kalaschnikow. Und bei Sat.1 der Schwanequal, da fiel die Mauer noch einmal. Den Seewolf muss man lieben, im Zweiten und Pro7. Und all den alten Seriendreck, den zählt man in den Ferien weg. Nach 60 Jahren, das ging schnell, beim ZDF wird's virtuell. Die Doris Heinze schreibt so schön beim NDR mit Pseudonym. Ja, ja, der Fernsehpreis, auf den sind alle heiß. Ich schmeiß den Bambi weg, das hat doch viel kein Zweck. Ja, ja, so ein Preis ist schön zum mit nach Hause nehmen. Den stellt man ins Schlafzimmer, man braucht ihn ja nicht immer. Ja, da kommen ja schon die Kinder. Die Promis, die sind liebestoll, man weiß ja gar nicht, was das soll. In Pochers neuem Handy steht Meier, Röntgen, Sandy. Pro7's Julia Siegel, die sucht einen neuen Schniegel. Und bei Sat.1 sucht die Frau Nick einen Partner für einen Mittagsschlaf. Und zwischen allen Sendern, da sehen wir sie schlendern. Die labert Pocher Kerner für Geld, tun sie's doch gerne. Ja, ja, der Fernsehpreis, auf den ist jeder heiß. Wer ihn sein eigen nennt, muss nicht ins Dschungelcamp. Ja, ja, so ein Preis ist schön zum mit nach Hause nehmen. Den stellt man unter den Tisch, dann wackelt er auch nicht.